An die brauchen wir eigentlich keine Zauber verschwenden. Hast du alle noch mal ordentlich ballern? Wow, sehr viele und ein paar komische Münzen. So, das war nur ein kleines Lager. Ich habe nämlich so ein dumpfes Gefühl, wer der wahre Meister der Tiefe ist. I shall be discreet. Okay, hier muss ich jetzt erst den Stein aus dem Weg räumen. Die Stufen vor dir sind abgebröckelt, weshalb du jetzt am Rand einer dunklen Grube stehst. Du musst äußerst vorsichtig weitergehen und der Rückweg könnte sich als schwierig gestalten. Hinabklettern. Du kommst so langsam voran, die Felsen unter deinen Händen und Füßen gefährlich wackeln, aber du schaffst es nicht abzurutschen. Du wirst deinen Weg sorgfältig an den schroffen Wand hinunter und über die aufgehäuften Steine aus und du kommst schließlich heil am Boden an. Ich glaube aber nicht, dass wir zurückkommen. Ah doch, hier noch hochklettern. Du erklimmst die Felsen langsam gleichmäßig und kletterst schließlich über den Rand. Okay. Kommst heil am Boden an. Quick Save, da ich nicht weiß, in welche Richtung wir jetzt müssen. Wobei nach Norden besser aussieht als nach Süden. Im Süden. Ja, im Süden gibt es nicht viel Weg. Hier ist Ende im Gelände sogar schon. Bleibt wirklich nur der Norden übrig. Und da müsste er gleich kommen, oder? Tatsache, der Adradrache. Es gibt nämlich ein Steam-Achievement, wo steht, wir sollen den Himmelsdrachen und den Adradrachen töten. Den Himmelsdrachen haben wir in Hyalas Nest getötet. Aber den Adradrachen haben wir bis jetzt noch nie zu Gesicht bekommen. Bis jetzt. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, wo er noch sein hätte sein können. Und hier macht es am meisten Sinn. Wir sind an der Wurzel der Welt. Adradrachen. Unter seinem Mantel unheilvollen Schattens, der nur von den matten Farbtönen der Adra-Statue erleuchtet wird, kommt etwas hervor, bei dem es sich nur um einen Drachen handeln kann. Seine Haut mit leuchtenden, lebenden Adra-Schuppen bedeckt und die Bewegung seiner großen Gelenke hören sich an wie das Aneinandermalen von Felsbrocken. Der Drache richtet sich zu voller Größe auf, seine Hörner ragen wie Türme empor. Dann senkt er seinen Kopf wieder und starrt dich scharf und klug an. Wenn wir unsere Brust aufblähen und laute Geräusche von uns geben, können wir ihn vielleicht verjagen. Here you are, nearly at the heart of the world. What a journey you have made. Und hier bist du also ganz nah am Herzen der Welt. Der Drache spricht in einem grollenden Rhythmus aus Knurren und Zischen. Seine Zähne glänzen wie Elfenbeinspeere. Welche Reise du hinter dir hast. Was hat ein Drache hier zu suchen? I watch the Anguithans carve out their walls, shape their great titan. I have seen their final moments. Ich bin von Anfang an hier gewesen. Ich habe beobachtet, wie die Anguithaner ihre Wände aus dem Fels geschnitten haben, wie sie ihren großen Riesen schufen. Er hebt seinen Kopf, um die Statue anzusehen. Ich habe ihre letzten Augenblicke gesehen. We have that in common, I think. Und das haben wir wohl gemeinsam. How fortunate you are to learn such well-guarded secrets. All it has cost you is your life. Wie glücklich du bist, solch wohlbehütete Geheimnisse zu erfahren. Er starrt dich mit seinen goldenen Augen an. Und es hat sich nur dein Leben gekostet. Also bist du derjenige, von dem sie all diese Zeit gesprochen haben? In a fashion. Think on it. How many hundreds of souls killed by fawning Zoraps or devoured by trolls? Dashed against sealed doors, dragged screaming into dark pits by spiders. All to see what you have seen.
Gewissermaßen ja. Stell dir nur vor, wie viele hundert Seen getötet von kriecherischen Zauribs oder von Trollen verschlungen worden sind. Gegen versiegelte Türen geschmettert, Schreien von Spinnen in dunkle Gruben gezogen. Alle, um zu sehen, was du gesehen hast. A gate into the past. The history of a fallen people. The haunted treasures of a mad king. The final monument of a distraught father. An old man weeping in the dark. Ein Tor in die Vergangenheit. Die Geschichte eines gefallenen Volkes. Die verfluchten Schätze eines verrückten Königs. Das letzte Denkmal eines verzweifelten Vaters. Ein alter in der Dunkelheit wimmernder Mann. And each and every man and woman that falls comes here. To this place. To me. Und jeder gefallene Mann und jede gefallene Frau kommen hierher an diesen Ort zu mir. Was ist das für ein Ort? All that remains of a dead man's greatest wish. A grand memorial or merely a sorry little tomb. More than Ardnua's precious son are buried here, of course. Many more. It is where the Ardra veins converge. Before descending into the hollows of the world. Ich merke gerade, wie er mit doppelter Stimme spricht, männlich und weiblich. All das von dem größten Wunsch eines toten Mannes übrig. All das, was vom größten Wunsch eines toten Mannes übrig ist, ein großes Denkmal oder lediglich ein mickriges kleines Grab. Bist du vielleicht ein Gesandter Berats, weil Berat ist ja auch männlich und weiblich dargestellt. Der Drache hakt mit seinen Klauen über die Erde. Natürlich liegen hier mehr als nur Ordnuas kostbarer Sohn begraben. Vielmehr, hier laufen die Adra-Adern zusammen, bevor sie nach unten in die Höhlen der Welt verschwinden. Das ist es letztlich, was euch alle hier herunterruft, obwohl es jetzt unerreichbar ist. Spürst du es, jetzt da du ihm so nahe bist, diese Anziehungskraft der Wandlung? Ich würde lieber nicht kämpfen, ich habe Kett nur für mich beansprucht. Ich kann dir nicht gestatten, die Burg zu bedrohen. Ich glaube, ich werde einfach wieder nach Hause gehen, mein Goldzehen ein langes Leben leben. Nach all dem, überlege dir nur, wie viele gestorben sind, um dort zu stehen, wo du nun stehst. Wie sie der Neid verzehren würde. Ich habe Kett nur für mich beansprucht. Ich kann dir nicht gestatten, die Burg zu bedrohen. Nein, natürlich nicht. Sag, bist du edel die Stufen deiner stolzen Burg hinabgeschritten, entschlossen, die Lage zu retten? I have seen your Cadnua, have seen it rise and fall and rise again. Is it still rubble and weeds, or have you made more of it? Ich habe dein Cadnua gesehen. Ich habe den Aufstieg und den Fall der Burg gesehen und dann den nächsten Aufstieg. Besteht sie immer noch nur aus Trümmern und Unkraut oder hast du mehr daraus gemacht? Ich war schon hier, bevor die Ederianer noch den ersten Stein aufgehoben hatten. Ich bin älter als die Stufen, die dich hierher geführt haben. Ich bin an dieses lächerliche Denkmal gebunden. Und du kannst es ebenso wenig beherrschen wie mich. Aber du bist der Einzige, der es soweit geschafft hat. Ich kann dir nicht gestatten zu gehen. Jetzt nicht mehr, nachdem du diesen Ort gesehen hast. Nur dann komm her, Biss. Ich werde deinen Kopf als Trophäe an die Wand hängen. Du sagst, du bist hier gebunden. Du weißt, welche Kraft in der See verborgen liegt. Alles hier, lebend oder tot, weiß das, nährt sich daran, wächst daran. Ich nährte mich an Ottnuas Sklaven, während sie sich plagten und dann, nachdem ich gewachsen war, am Riesen und den lebenden Adern der Welt. Als ein einzelner schwacher Intellekt plötzlich die Stimmen Hunderter zu hören, vielleicht kommt dir das bekannt vor? Sie ist ein Wächter? Oder eher, der Drache ist ein Wächter? Ein Teil der Statue überlebt so wie ich. Wir beide haben uns sehr verändert. Der Drache erhebt Adra beladene Flügel, die über dich wie eine zweite Decke thronen. Nichts kann die Seen Tausender verschlingen und sich nicht verändern. Du labst dich an der Statue? Seit dem Fall der Inventarianer hat die Statue die Seen ihrer Zeit und aller darauf folgenden Ehren aufgenommen. Der Drache senkt seine Flügel. Und indem ich sie verschlungen habe, verschaffe ich mir die Kraft und das Wissen dieser flüchtigen Leben. Jeder tölpelhafte Entdecker, jeder Söldner und Abenteurer. Ihre Seelen schweben nach unten und manche werden hier in den Überresten von Ottnuas Riesen gefangen. Natürlich ist jede einzelne Seele eine Belanglosigkeit, ein Regentropfen in der Wüste.
Und Noah sagte, die Engvitaner hätten die Statue aus dem Atrak geschnitten. Also war er doch nicht vollständig wahnsinnig. Ich war weiter ein Jahr oder länger und nahm an seinen Visionen teil. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Der Riese ist nur ein Gefäß und früher oder später wird er leer sein. Der Fluss, der ihn einst nährte, liegt nun weit unter uns, unerreichbar außer für die Toten. Was wirst du tun, wenn es kein Atrak mehr gibt? Ja, was denn? Werde ich mich nach oben graben, deinen Spuren folgen und diesen Ort nach oben verlassen? Die Worte des Drachen werden von einem grollenden Knurren unterlegt. Dieser Riese ist schon jetzt nicht mehr das, was er einmal war. Ich habe noch ein paar Jahrhunderte übrig, bevor der Rest seine Kraft aufgebraucht hat. Und dann werde ich verhungern. Trotzdem, hier und jetzt hilft dir das gar nichts. Also bist du hier gefangen? Ich kam als kleiner Schlüpfling an diesen Ort. Ich war noch klein und meine Flügel leicht. Du wirst bemerkt haben, dass ich in der Zwischenzeit gewachsen bin. Der Drache stampft mit einem seiner mächtigen Füße auf den Boden, der daraufhin erbebt. Und so hat mich der Adra auch niedergedrückt. Aber nein, ich bin nicht vollständig gefangen. Mein Verstand ist frei und wie eure Medien kann ich selbst die Beschränkung meiner Knochen überwinden. Lediglich meine Reichweite ist größer als die ihre. Alles, was seit Otnuras Fall geschehen ist, habe ich aus erster Hand erlebt. Den Niedergang von Städten, den Tod von Sprachen, Kriegsseuche, die banalen Leben von Bauern und Königen. Ganze Tage habe ich im Unterbewusstsein höchst unterschiedlicher Leute verbracht. Früher oder später aber ruft immer der Körper. And here I return. The endless tide of treasure hunters. Agnur's sorrow. I have observed 100 lives upon the surface and all are dear to me. Und ich kehre hierher zurück, die endlose Welle der Schatz hier. Und nur aus Trauer. 100 Leben auf der Oberfläche habe ich beobachtet und sie alle sind mir teuer. Trotzdem, das Fleisch regiert. Aber du bist ein Drache, ist das nicht besser als irgendein Bauer zu sein? Du bist so klein und schwach, ich dagegen nicht, aber du aber könntest diese Stufen der Klimmung frei sein. Das ist eine Ironie, die mir nicht verborgen bleibt. Wenn du gestorben vergangen bist, werde ich immer noch gefangen sein. Gibt es keinen Weg, dich zu befreien? Do you mean to dig me free? There may be a way, if you are willing. Du meinst, du würdest mich freigraben? Der Drache äugt dich neugierig an. Es könnte einen Weg geben, wenn du gewillt bist. I cannot send the whole of my soul afield. Not at once. But if you were to take something of mine past the boundaries of this place, I could obtain a new living vessel. A body with which I might wander the world. Ich kann meine Seele nicht ganz nach draußen schicken, nicht auf einmal. Wenn du aber etwas von mir über die Grenzen dieses Ortes bringen würdest, ich könnte ein neues lebendiges Gefäß erlangen. Ein Körper, um auf der Welt zu wandeln, so wie du. Ein Gefäß, also würde ich jemanden töten müssen? Schwächen nicht töten, aber doch. Jemand von ausreichender Kraft, damit meine Seele sein Fleisch nicht zur Asche verbrennt. Auf meinen Reisen habe ich eine solche Person beobachtet. Es gibt eine Drachenjägerin, Fallan Roet, die ihre Seele gegen solche Bedrohungen abgeschirmt hat. Zwerg, ich müsste lügen, würde ich sagen, dass mich diese Art von Ironie nicht belustigen würde. Sie befindet sich beim Schrein von Galloway im verbrannten Wald, die Schwarzhauen. Vielleicht will sie dieses verblassende Gefühl des Sieges wieder aufleben lassen. Das Lachen des Drachen lässt sein Brustbein vibrieren. Aber was wirst du mit dem neuen Körper tun? Der Drache sieht nach oben zum oberen dunklen Teil der Höhle. Ich weiß es nicht, vielleicht die letzte Geschichte ausleben. Alles, was mir in den Sinn kommt, wenn ich erst einmal frei bin. Nein, das werde ich nicht tun. Nein? Das war eine törichte Hoffnung. Lass es uns hier zu Ende bringen. Wir werden einander noch eine Weile lang Gesellschaft leisten, bis unsere Beine sehen den letzten Schritt hinter den Schleier gehen. Mit flatternden Nüstern hebt der Drache seinen Kopf und kommt mit aufgerissenem Maul auf dich zu. Durchschnittliches Abenteuer abgeschlossen. Ivarius kehrt mit Erfahrungspunkt zurück und... Ja. Gut. Adra-Drache, hallo.
Okay, du rennst, mach mal heilige Macht. Ich sagte heilige Macht. Alof. Eissäule. Hagrim. Beute. Palegina. Eingeschworener Feind. Edda, versuch ihn mal umzuhauen. Warum kommen jetzt Adragans und sowieso Zeug? Und wieso sterbe ich jetzt fast? Okay. Nee. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt hier erst einmal. Hier, wo ich den Quicksave gemacht habe, speichere ich erstmal richtig. Mach erstmal wieder einen Cut und dann gucken wir mal, wie wir den Adra-Drachen tot kriegen. Vielleicht versuchen wir einfach mal, ihn mit Alof zu übernehmen. Da tötet er seine Verbündeten. Und dann sehen wir weiter. Ja, das könnte heftig werden. Der Adra-Drache. Juhu. Spiel speichern. LP 33. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.